Herzlich willkommen zum Pre-Game-Talk heute vom Wochenende. Es ist ja nur ein Spiel gegen Leipzig. Herzlich willkommen, unsere Nummer 7, Zetter. Da muss ich erst mal fragen, wie kommt man zu dem Namen Zetter? Ja, das ist, glaube ich, einfacher als Tsiolkovsky, oder? Das auf jeden Fall. Das kannst du mir besser beantworten. Das auf jeden Fall. Wieder sollten die Fans auch nur noch Zetter rufen, dann wäre es lauter, wenn die Nummer 7 raufkommt. Wir wollen kurz mal zurückblicken auf das Wochenende, Freitag. Super Sieg gegen Herne und dann kam das Spiel in Tilburg. Da muss ich erst noch mal Glückwunsch sagen. Du hast ja dein erstes Tor erzielt in dieser Saison. Aber so wie ich dich kennengelernt habe als Teamplayer, ist dir das relativ egal aufgrund des Ergebnisses. Wie hast du denn diesen ganzen Kuddelmuddel da mitgekriegt in Tilburg? Ja, es war richtig. Wenn du 7-1 verlierst, freust du dich nicht so übers Tor. Dann schieße ich lieber kein Tor und nehme den Sieg in Kauf. Ja, das Kuddelmuddel. Hat lange gedauert. Da waren irgendwelche Probleme mit der Bank, Strafbank. Und das hat, denke ich, auch beide Mannschaften so ein bisschen runtergebracht. Wir mussten ja 10 Minuten oder länger warten und dann hat sich das Spiel auch so in die Länge gezogen. Ansonsten jetzt auf den Ausblick, ist das ein bisschen schwierig, denn wenn man jetzt weiß, man hat eigentlich nur ein Spiel am Wochenende, dass man da so ein bisschen aus dem Rhythmus kommt, oder nehmt ihr so die Pause jetzt auch gerne mal mit? Ja, ist schon richtig. Wir haben ja Freitag spielfrei. Ja, Leipzig spielt am Freitag, das heißt, die sind im Rhythmus. Aber wir müssen uns halt gut vorbereiten und am Sonntag in der ersten Minute sofort Vollgas, damit wir schnell ins Spiel kommen und gegen Leipzig dann gutes Spiel abliefern. Hast du irgendwas? Wir haben jetzt noch nichts gehört, aber wir haben ja Protest eingelegt in das Spiel in Tilburg. Hast du da jetzt schon irgendwas gehört? Also wir selber jetzt auch noch nicht? Wir als Mannschaft befassen uns gar nicht damit. Ja, wir haben ja unseren Teammanager, der kümmert sich darum. Wir konzentrieren uns jetzt auf heute das Training und Sonntag das Spiel gegen Leipzig. Sehr gut. Wir haben ja ein paar Fragen. Ihr könnt ja Fragen stellen an tv@hannover-indians.de. Und es sind tatsächlich Fragen eingetroffen. Stefan Schwengler zum Beispiel sagt, Glückwunsch zum Debüt in der polnischen Nationalmannschaft. Da hast du ja mitgespielt. Wie ist es dazu gekommen? Ich hatte im Prinzip schon immer den Pass quasi. Ja, oder die Nationalität, die polnische Nationalität, aber kein Pass. Ja, wurde halt angefragt, ob ich nicht einen Pass beantragen möchte. Habe ich das gemacht und wurde eingeladen. Und dann kann ich gleich die Frage aufgreifen von Christian Klintwort, denn der fragt nämlich, gehörst du jetzt dauerhaft zum Kader der Nationalmannschaft? Ja, ich hoffe es. Ja, ich trainiere hart, ich versuche auch jedes Spiel 100% zu geben und mein Ziel ist natürlich die WM im April, Mai und ich hoffe, ich werde dazu eingeladen. Und dann gleich noch eine Frage, und zwar, du bist zurückgekommen nach Hannover. Was hat dich bewegt, uns zu verlassen und dann doch wieder mit Robert Pelaikis zurückzukommen hier an den Pferdeturm? Ja, der Grund war eigentlich, meine Verlobte lebt in Duisburg. Da ist man halt nah auch zur Familie. Und um zurückzukommen, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ich kann nichts Schlechtes über Hannover sagen. Die Fans, die Eishalle, ganze Umgebung. Ich finde es super hier, klasse. Und ich bin froh, auch wieder hier zu sein. Vor allem auch viele bekannte Gesichter haben wir hier. Deswegen, ich finde es super. Sehr schön. Und wir finden es auch super, dass du wieder da bist. Gar keine Frage. Also, das soll es erstmal gewesen sein zum Pre-Game-Talk. Am Sonntag also gegen Leipzig. Und nochmal ein Aufruf auch vom Fanprojekt. Am 26. haben wir das Spiel hier gegen Braunlage. Da gibt es ja den Teddy-Toss. Und also bringt ordentlich Teddybären mit. Für einen guten Zweck werden die dann an die Kinderkrankenhäuser und die Kinderkliniken hier verteilt. Also eine gute Sache. Und der Zetter schießt dann auch noch ein Tor, damit auch alle die Teddybären werfen können. Ne? Schon mal Teddy-Toss gehabt? Ja, schon mal. Hier auch. War viel los. Und du hast getroffen? Nee, aber ich habe die Teddys aufgesammelt. Jetzt, du triffst jetzt auf jeden Fall gegen Leipzig, weil wir haben das ja, letzte Woche hat Morci, stand im Interview und hatte glatt mal ein Tor geschossen am Wochenende und jetzt bist du dran. Ja, wenn das so ist, dann mache ich jede Woche ein Interview. Wunderbar, vielen Dank und denkt daran, eure Fragen an tv@hannover-indians.de und wir gehen jetzt ins Training. Ne? Alles klar. Servus. Bis.